meine Lieben, da freut sich der Untermieter. Ja? Vor allen Dingen, wenn es was Gutes zu essen gibt. Schnitzel, meine Lieben. Feierabend, Blitzrezepte, es gibt Schnitzel. Und ich würde mal sagen, wie wäre es denn mit Schnitzel 2.0? Also ein Kalbschnitzel, um original zu bleiben, funktioniert aber auch gut mit einem Schweineschnitzel oder vielleicht mit einem Hähnchen. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein schönes Kalbschnitzel, ein gutes Salz dazu, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die einfach wichtig sind. Ja, also Schnitzel ist ja was Einfaches. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, finde ich, die einfach unglaublich wichtig sind. Und die möchte ich euch zeigen, dass zu Hause das Schnitzel eben saumäßig gut wird. Ich muss, ja, danke. In so alten Rezepturen, meine Lieben, steht immer das Ei mit einer Gabel aufkleppern. Das machen wir nicht. Ich püriere das mit meinem schönen Pürierstab. Und dann kann man das richtig schön panieren. Also jetzt pass auf, da müssen wir das in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann kommen wir hier rüber. Hier ist nicht Semmelbrösel, sondern Panko-Mehl. Gibt es in jedem Supermarkt, ist ein asiatisches Paniermehl. Ich habe jetzt da ein bisschen mehr gemacht. Gebt da etwas edelsüßes Paprikapulver rein, ein bisschen Kurkuma und mischt das Ganze jetzt hier mal. So. Wie gesagt, Wiener Schnitzel 2.0. Jetzt kommt eine Kleinigkeit, die ist wichtig, macht es so wie ich. Ein bisschen Wasser nehmen und das Wasser vorsichtig auf das Schnitzel tropfen, dass das schön feucht wird. Und ich sage euch auch gleich warum. Weil das, die Feuchtigkeit, die verdunstet während dem Backen und hebt die Panade an, dass sie schön fluffig wird. So, schön in Mehl. Dann in das Ei. Schau mal, und weil ich das Ei so schön aufgemixt habe, hält es auch überall. So, und jetzt, aber Mann, da fehlt noch ein bisschen was. Und jetzt kommt das Fleisch herein. Also, ein gutes Schnitzel ist eine kulinarische Sensation. Ich muss es nochmal sagen, ein Original-Wiener Schnitzel hat natürlich kein Kurkuma und kein Paprika. Und es sind auch nicht Panko-Brösel, sondern es sind ganz normale Brösel. Und jetzt nehmt ihr Butterschmalz in die Pfanne und es geht auch normales Öl, aber Butterschmalz ist wirklich eine Sensation. Der Inder sagt, Herr Kameramann, was sagt der Inder? Ja? Ich habe nicht aufgepasst. Ja, ja, super. Ghee. Ja, also Butterschmalz. So. Und jetzt kommt das Fleisch vorsichtig hier rein. Bei mittlerer Temperatur lasse ich das jetzt so ein bisschen anbrutzeln und dann dauert es so ein bisschen. Und wenn es angebraten ist, dann werde ich mit dem Löffel schön mit Öl übergießen. Und, aber 3 Minuten dauert es noch. So, und jetzt schön das Schnitzel begießen mit Öl, mit dem Butterschmalz. Dann einmal wenden. So, und jetzt schön, ihr müsst schauen, dass das Öl über das Schnitzel kommt. Ja? Dann hebt es die Panade etwas und wenn man das jetzt ganz gut machen will, wirklich ganz gut, dann kommt noch ein Stückchen Butter rein. So, und die schäumt dann so schön. Und das Fett, ja, die Butter muss über das Schnitzel kommen. Jetzt habe ich natürlich nur ein Schnitzel in der Pfanne. Ja, da passen ja gut 2 oder vielleicht sogar 3 Schnitzel rein. Temperatur nicht zu heiß, ja, mittlere Temperatur. Der Kochwill hat hier Stufe 0 bis 9 bzw. Power. Stufe 5, das reicht vollkommen und immer wieder, der Franzose sagt arrosieren, ja. Aber das Wort muss ich nicht merken. So, nochmal 2 Minuten und dann können wir anrichten. Ja. Dauert noch ein bisschen, aber ich zeige euch mal hier, was wir noch brauchen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen klassisch, ja. Das ist eine Bio-Zitrone und da schneiden wir eine schöne Scheibe, nicht zu dünn und auch die Bio-Zitrone kommt jetzt, so steht es geschrieben, und ich liebe das auch, eine Sardelle und zu der Sardelle kommen 2 Kapern. So, und die Kaper, die wird hier eingedreht. So, und kommt hier auf die Zitronenscheibe. Jetzt kann man sagen, Freunde, ich mag keine Sardellen und ich mag auch keine Kapern. Das ist ja okay.
aber da schmeckt es wirklich gut, weil dieses schöne, knusprige Schnitzel in Verbindung mit der Zitrone und dieser deutlichen Geschmacksexplosion von der Sardelle ist wirklich fein. So, der Schnitzel ist ready. Jetzt ein Küchenkrepp nehmen. Und dann, oh, schaut doch mal, komm, das müssen wir einmal noch schauen. Oh, das ist so fein, so lecker. Der Schnitzel einmal ein bisschen abtropfen lassen. Auf den Teller. Obendrauf die Zitrone mit Sardelle und Kaper. Und jetzt ist es eine tolle Geschichte. Ja? Einfach pur genießen oder ein paar Bratkartoffeln dazu. Oder ein Kartoffelsalat. Ja? Auch sehr lecker. Oder einfach nur ein Salat. Schön. Also Blitzrezepte, alle Hänse nachkochen. Und so einfach. Und denkt an Panko. Guten Appetit.